Wir werden auf jeden Fall die ganzen Bäume einreißen müssen. Dann werden wir sehen, was wir mit den verschiedenen Ortsansässigen machen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Die Kirche ist ausgebaut, yay. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Ja, Weizen. Und ja, ich glaube, Bier werden wir keins mehr dann wirklich brauchen. Befestigungsausbau beendet. Also erstmal 4-2 von denen. Nochmal 4-2 von denen. Und ja, zum Thema Bier können wir immer noch dann kaufen, wenn es nötig ist. In dieser Mission jedenfalls. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Unsere Truppen sind fertig soweit. Das heißt, ihr noch deine 10 Musketiere. Und Baldurus, hast du Truppen? Nein. Ah, das heißt, eigentlich könnte ich angreifen. Mit meinen beiden Belagerungsarmeen. Also ja, hauptsächlich bist du die Belagerungsarmee, aber nach so weit hinten hängst du auch nicht hier mit. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. 1,1 Angriff. Jetzt schön, wie er eigentlich ganz vorne steht. Das waren 2 Kanonen. Kanonen verloren. Eieiei. So, hier kann sich keiner wehren. Das heißt, ich kann euch einfach einnehmen. Du hast 2 Kanonen verloren und eine. Okay, das können wir leicht ausgleichen. Nun, es läuft anders als geplant. Heutzutage kann man sich nicht mehr auf seine Soldaten verlassen. Ich schicke euch diesen Sieg, aber nur weil wichtigere Angelegenheiten rufen. Denkt also nicht, dieses kleine Geplänkel wäre ein entscheidender Sieg gewesen. Am Ende werde ich euren erbärmlichen Traum platzen lassen und euch samt eurer Anhänger und dem restlichen Tandrien unterjochen. So, dann erobern wir mal weitere Gebiete. Also erobern erstmal das hier zurück. Hey, wir haben noch eine Taverne. Kein Jagdgrund hier.
Also ja, das erste, was ich hier errichten werde, ist ein Zentrallager und ein Baumeistergebäude und werde beides upgraden. Und dann werde ich mich um die Landwirtschaft kümmern. Ein neuer Sektor ist unter unserer Kontrolle. Ziehen wir gleich mal weiter. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Bräuchten wir jetzt noch die Forschung? Brauche ich 4 plus. Also 10 Bücher. Für die bräuchte ich 4 plus 12. Plus 12 sind 16. Also was habe ich gesagt? 10 plus 16, 26. Und 6 habe ich, also fehlen noch 20 Bücher. Okay, ich weiß, wie ich an 2 rankomme. So, jetzt fehlen noch 18 Bücher. 18 2 mal 6. Sind die 18 Bücher, die wir brauchen. Ja, und Bier ist so noch die andere Sache. Ah, aber Bier können wir ganz gut kaufen. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Jo. Böser Blick ist erforscht. Wie viel würde es jetzt kosten, dich zu bekehren? Immer noch viel zu viel. Sind wir dann eigentlich hier auch noch durch und die beiden das Ding hier einnehmen. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Okay, wir warten auf die letzte Kanone. Und dann wollen wir mal anfangen. Indem wir erst einmal ihre Mauern durchdringen. Da ziehen wir uns zurück, heilen unsere Wunden. Greifen dann erst mit der Kavallerie und dann mit dem Fernkampf an. Auch eine Kanone bei dir und wie viel? 3 Kanonen bei dir. Oh, also das waren auch harte Verluste dann.
nichts, was wir aber nicht ausgleichen könnten. Wir brauchen jetzt mal wieder Gold. Also verkaufen wir einfach mal gleich 40 Ringe. Dann schicken wir mal unsere stärkeren Truppen los. Also unsere Angriffstruppen, unsere Belagerungstruppen. Oh, ach ja. Hier zwei Lagerhäuser hinbauen. Das hier reparieren, das Lagerhaus. So, einen Sieg einfahren. Bei dem sehr viele Pikiniere gestorben sind, mal wieder. Seine Pikiniere in erster Linie. Ist die gute Frage, bringt es etwas, es hier alles wieder aufzuforsten? Neues Land, Schach und Matt. Ihr habt es geschafft. Die Marodeure sind fort und König Konradin ist besiegt. Euch verdanken wir es, dass die große Mauer wieder sicher ist. Es freut mich, jemand von euren zwei Themen auf unserer Seite zu wissen. Zu zeigen meiner Wertschätzung schicke ich ein paar Güter, die euch nicht sein können. Ah, es ist eine Eroberungsbelohnung. Glückwunsch, eure Taten haben euer Prestige gemehrt. Waffen. Die große Mauer ist wieder sicher, aber was das vergessene Königreich anbelangt, so dürfen wir nichts riskieren. Bitte hinterlasst den befreiten Städten eine Besatzung, nur dann kann ich es wagen, die Tore der großen Mauer zu öffnen und euch freien Zugang zum vergessenen Königreich zu gewähren. Kein Problem. Okay, wie sieht's bei meinen Generälen aus? Du hast nur einen Pikinier verloren. Du hast 9 Pikiniere. Und 5 Musketiere verloren. Das können wir alles ersetzen. Wir brauchen aber auf jeden Fall wieder Weizen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wie man sieht, unsere Wurst wird auch langsam Mangelware wegen unserer Zucht. So, keine Steine mehr bei euch. Mehr als genug Steine, um weiter ausbauen zu können. Ich sehe nur leider verrauter Rauch nicht. Okay, sieht gut aus. Dass ich einfach mal die Hauptverbindungsstraßen zwischen den Städten ausbaue.